Ja, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu der Klaus-Peter von Ghost Recon Breakpoint. Ich habe die Murmurs gefunden. Allerdings eher zufällig. Ich war eigentlich auf der Suche nach was anderem. Und es hat tatsächlich echt ewig gedauert, bis ich sie gefunden habe. Hier unten ist noch ein Behemoth. Ich markiere ihn mal nur zur Sicherheit. Da oben fliegen die rum, die Murmurs. Da sind sie, 4 Stück. Level 60. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Wolf-Lager. Weil ich dachte, das wäre da. Aber gut, die nehme ich natürlich auch gerne. Die Murmurs. MK3 eine. Gut. Weil die sind Level 60. Bin ich mal gespannt. Das sind die kleinsten Drohnen, die es gibt. Also nicht die kleinsten Drohnen, die es gibt, aber die kleinsten bösen Drohnen, die es gibt. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich habe hier leider jetzt in der Nähe kein Biwak, wo ich die Zeit vorspulen könnte, glaube ich. Ja, doch, da unten. Naja, was soll's. Ich will da hoch. Da ist noch eine Kiste. Und es hat mich jetzt tatsächlich eine anderthalbe Stunde gekostet, das zu suchen. Vor allem heißt es halt nicht Murmur-Standort oder so, sondern... Oh, Außenposten, der Wolf ist da unten. Ich dachte, es wäre da. Weil ich dachte, hier, dann habe ich mir hier markiert, um hier hinzukommen. Und hier oben bei dem Fragezeichen sind sie. Also fast. Das ist da unten, der Außenposten der Wolves. Das war das, was ich eigentlich gesucht habe. Aber gut. Oh, eine P90. So. Ich nehme ja schon mal die... Ich kann die Schulter nicht wechseln, das ist schade. Ich will die Schulter aber wechseln. Und das Scharfschützengewehr ausrüsten und den Schalldämpfer entfernen. Von der anderen Waffe auch. So. Wo sind sie? Hä, wo sind sie? Da hinten sind sie jetzt. Ah, sie kommen wieder zurück. Die patrouillieren da. Ich muss warten, bis sie stehen. Ich weiß nicht, wie lange die Rakete fliegt. Hey, sie haben mich noch nicht entdeckt. Das wundert mich, aber... Bäm! Eine... Oh mein Gott, die sind echt schnell. Holy shit. Okay, so treffe ich keine mehr. Wenn die so darum sausen. Dann werfen wir doch mal eine EMP-Granate. Oh, die kommen. So, und rüsten direkt die anderen EMP-Granaten aus. Oh, die eine steht so still, jetzt nicht mehr, schade. Okay, das war nix. Ich werfe noch eine EMP hier hin, bei mich. Und dann schieße ich mal drauf. Oh shit. Oh fuck, Alter, geht die ab. Beeinflusst von dem Dingens. Scheiße. Okay. Die wurde beeinflusst. Ja. Oh Gott. Lad doch endlich die Scheißwaffe nach, Mann. Oh Gott, heilen. Heilen. Alter, die sind so schnell. Oh Gott, heilen, heilen. Heil dich doch, Mann. Ich drücke G, aber es passiert nichts. Ich muss hier weg. Ah, jetzt macht das. Toll. Oh, toll. Wer ist das denn? Oh, shit. Muss mich heilen. Muss mich heilen. Warum heilt er sich denn nicht? Achso, weil es keine Verletzung ist. Toll.
Wow, habe ich noch eine EMP-Granate? Ne, habe ich nicht. Das ist schade. Sowas habe ich noch, aber das bringt mir jetzt wenig. Oh Gott, oh Gott. Ah! Komm schon! Scheiße! Bitte triff mich nicht. Also ich glaube, wenn man die zu viert aggrot, dann hat man echt ein Problem. Ich glaube, dann hat man echt ein fettes Problem, wenn man die zu viert aggrot. Da unten ist noch der Behemoth. Mit dem hat man natürlich dann auch ein Problem. Ich glaube, den lege ich jetzt gleich noch einfach so, just for fun. So, Schalldämpfer nochmal drauf. Oh geil, ein Barrett! Ein Barrett! Bringt halt nichts, aber hey, ein Barrett! Die Handschuhe? Egal. Hauptsache höherer Gearscore, ja komm, von mir aus. Aber das Barrett, das will ich anziehen. Barry! Ein Green Barry! Das ist gar nicht grün. Was sind die Kacke? Ich habe keine grüne Farbe, das ist... Das ist doof. Halt Blackberry. Naja. Und warum ist da kein Dingens drauf? Kein Aufnäher? Warum ist der Aufnäher nicht da vorne drauf? Egal. So, jetzt haben wir einen Barrett. So. Ich will wissen, ob das Wolves waren. Warst du ein Wolf? Du warst kein Wolf. Gut. Okay. Ich lege jetzt noch, just for fun, den... Oh nein. Den Heli. Einfach nur so. Vielleicht sollte ich dafür den Schalldämpfer wieder entfernen. Das dürft ihr euch noch ansehen. Heidewitzka, Herr Kapitän. Hui. Bums. So, ich lege jetzt noch nur für den Spaß, nur zum Spaß, den Behemoth. Und ich glaube, dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Wolfcamp. Ich glaube, das will ich noch machen. Einfach so. Weil es geht. Ah, guck mal, jetzt sieht man auch auf der Karte hier Murmur-Patrouillengebiet. Nice. Aber ich habe es tatsächlich über Infos habe ich es nicht gekriegt. Keine Infos dazu bekommen. Schwerer Helm. Sentinel. Ja, einfach so, weil es geht. Nein! Ich will aber das Barrett weiter anhaben. So, gut, dann bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Meine Stimme lässt langsam nach. Es ist 4:10 mittlerweile. Nachts.